Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Das letzte Mal wollten wir ja an diesem netten Mann hier vorbei, der unsere Türe bewacht. Gehen wir hier nochmal raus. So. Los. So. Ich weiß nur nicht wie, aber das finden wir schon raus. Ne? Das kriegen wir alles raus. So. Dann gehen wir erstmal hier lang. Hallo, hungriger Hugo. Dich wollen wir natürlich auch begrüßen. Ich glaube, hier war das Büro von dem Leiter. Ich sag jetzt einfach mal Leiter. Ich weiß ja nicht. Ja. Okay. Gehen wir mal hier hin. Wir haben sowieso hier noch das ganze Zeug. Was machen wir denn damit? Warte mal, können wir uns das ansehen? Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Wunderschön. Dann benutzen. Benutzen? Benutzen. Können wir nicht benutzen. Nehmen. Können wir auch nicht. Ja, okay, dann machen wir das mal anders. Nehmen wir das mal. Können wir das irgendwie. Hallo? Kaputtes Stuhlbein, das. Kaputtes Stuhlbeins, Plural, kaputte Stuhlbeine. Defekter Sitzmöbelfuß. Ja, okay, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Lexikon, das. Lexikon. Ja, wir wissen Bescheid. Ja, wir wissen Bescheid. Ich wollte aber, kann man das hier nicht benutzen? Diese Fähigkeit ist bereits mit Harvey 1 beschriftet. Wer mir da wohl zuvorgekommen ist? Wer war das? Sherlock Holmes, wer war das? Ruft Columbo. Ich hätte da noch eine Frage. Okay, ja, was können wir denn machen? Was können wir tun? Rede mit uns, Harvey. Sieh nur, Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Alles klar, ich möchte nichts dazu sagen. Können wir hier irgendwas machen? Diplom. Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ah, Unterschrift. Warte mal, wir haben noch einen wunderschönen Stift. Können wir den benutzen, Kugelschreiber, mit? Darauf hat schon wer unterschrieben. Ach man, sei doch mal flexibel, okay, vielleicht so. Hier ist ein Bild unter Diplom-Ingenieur Medientechnik. Es zeigt einen Elefanten. Seltsam. Eine elefantösen Elefanten, okay, ja, was können wir denn hier machen? Was, nehmen wir mal das hier, so. Okay, das geht nicht. Nee, das wollte ich. Ich glaube nicht, dass ich das kaputte Stuhlbein markieren muss. Das würde sowieso keiner klauen. Weißt du's? Weißt du's, Edna? Weißt du's? Nehmen wir hier. Auch nicht. Ja, okay. Pokale. Können wir die irgendwie kaputt machen? Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Polo! Okay. Ja, okay, so kommen wir nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall an diesen... Wie hieß denn der? Ich hab den Namen leider vergessen. Gehen wir mal dahin, weil irgendwie müssen wir ja an den netten. Wie heißt der? Geht so um in die Ecke. Okay. Gut, so geht das nicht. Vielleicht, damit. Hallo! Hey! Oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Schnell da hoch. Los, geh da hoch. Oh. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch!
Oh, musst du schon früher aufstehen. Ja, genau. Ja, okay. Wir wissen ja Bescheid. So. Ja. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher. Nochmal wird das nicht vorkommen. Ja, den Satz kennen wir ja schon. So. Und wir kommen trotzdem hier raus. Was sagst du nun? Ja. Okay, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich glaube, wir machen als erstes mal die Dachluke auf, würde ich sagen. Ich glaube, die haben wir... Fenster. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Okay, kann man das nicht irgendwie hier so... Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Ja, warum auch nicht? Man hat ja immer ein wunderschönes Fensterchen mit dabei. Kann man das nicht benutzen? Es ist verschlossen. Ach, dann mach's doch kaputt hier mit deinem Poloschläger. Los! Mist. Ja, das hat sehr gut geklappt. Vielleicht damit. Mist. Sicherheitsglas. Na, das war ja klar. Natürlich. Kamin. Können wir das Buch da irgendwie rein? Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Anständiges Mädchen, genau. Tod keinen Bücher natürlich. Ja, aber irgendwie, irgendwo, irgendwann müssen wir doch hier kommen. Können wir die Fotos anmalen? Malen wir mal die Fotos an. Niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Doch, mal ein Bart. Doch. Bitte. Och, Mann. Ja. Ach, da ist ja hier der Dings, glaube ich, drin, ne? Okay, komm. Gehen wir mal hier raus. Ja, und dann öffnen wir die Dachluke. Konnten wir die überhaupt aufmachen? Können wir die benutzen irgendwie? Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Okay. Können wir damit irgendwas das machen? Das wollte ich nicht. Gelogen! Genau. Können wir... komm, Harvey. Benutzen. War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Absolut. ja, von da kamen wir. Wir können aber auch hier rein. Ob wir überhaupt so schnell sind, ist die Frage natürlich. Oh, hier ist ein Lichtschalter. Können wir den? Hallo? Benutzen! Nein, benutze! Ah, Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Lichtschalter nicht. Ja, okay. Ich glaube, das haben wir uns ja schon alles angeguckert. Das neue Wort. Ja, okay. Ja, irgendwie müssen wir... schauen wir uns den erstmal nur an. Anschauen. Okay, reden. Sag hallo, Stuhlfried. Hallo? Sag doch was! Oh nein, ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Nein! Stuhlfried Stuhlbein ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Komm, gehen wir nochmal zu ihm. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. So. Warte gefälligst! Nein, wir warten nicht, das weißt du doch. Los, geh da rein. Los, geh da rein. Los, und hier durch das Fenster. Los, geh durch das Fenster. Geh durch das Fenster, bitte. Los. Oh, Gott sei Dank. So. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja... Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling! Ja, lach nur.
Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Und dann kannst du was erleben, du. So, wollen wir mal schauen, ob wir, gehe vor, ob wir von der anderen Seite jetzt natürlich, hier gehe zu Gitter. Mal schauen. Gehen wir mal hier lang. Wenn wir jetzt hier durchgehen. Na, ob das klappt, ob das klappt. Hoffentlich. Bitte lass es klappen. Ja. Okay, jetzt aber. So. Wollen wir mal schauen? Ah. Okay. Wo geht's denn? Gehe zu um in die Ecke. Nein! Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Ah, da musst du schon Mann. Früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Oh. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Ach, so ein Mist. Aber die Idee war nicht schlecht. Die Idee war nicht schlecht. Wir waren nur ein wenig zu langsam wahrscheinlich. Probieren wir das noch einmal. Gehen wir mal hier lang. Die Idee an sich war wirklich gut. Oder wir probieren mal was ganz anderes. Eine ganz andere Nummer. Und zwar gehen wir hier lang. Hier. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Genau, verdufte lieber. Schnell, 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 schnell! Warte gefälligst! So, dann schnell hier rein. Los, 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 los! Na los, geh da rein. Los, los, los. Geh ins Fenster. Los, los, los! Hier rum. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Okay. Gehen wir jetzt mal wieder hier rum. Und, was haben wir hier unten? Nee, gehen wir mal hier lang. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar gehen wir mal zum Schacht und wir gehen in unsere Zelle. Ich will mal wissen, was dann passiert. Hier haben wir noch die Schraube. Tür, ob wir da jetzt rauskommen. Benutzen. Die ist verschlossen. Ach, Mist. Was hast du erwartet? Okay, können wir irgendwie vielleicht hiermit? Okay, können wir das nochmal machen? Nee, okay. Vielleicht hier. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Okay, dann, vielleicht hiermit irgendwie draufkloppen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Können wir vielleicht damit auf den Tisch hauen? Dummer Tisch. Na, hätte ja klappen können. Okay, dann gehen wir wieder raus. Aber irgendwie muss das doch gehen. Irgendwie muss das doch gehen. Okay. Hallo, hungriger Hugo. Wollte ich nochmal sagen. So. Gehe nach unten. Komm mal dahin. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir.
So, da will man einmal trinken und dann sowas. So, okay. Ferne. Schau, da ist ein Wald hinter der Mauer. Dann ein Fluss, über den eine Brücke führt. Ich erkenne einen Friedhof und eine Kirche. Und dann Häuser. Ist das da unser Haus? Ich muss dringend nach Hause. Was auch immer Dr. Marcel vertuscht. Dort werde ich den Hinweis finden, der mir hilft, mich zu erinnern. Ah, okay. Gut, dann können wir ihn damit niederschlagen jetzt? Geht das? Nein, das geht natürlich nicht. Damit... Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Vergiss es. Okay, das klappt auch nicht. Vielleicht damit... Schritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere. Komm, dann malen wir dich an. Los! Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Alles klärchen. Komm, hier kriegst du ein Buch, kannst du was lesen. Los. Trottel, der. Oh, sieh nur, hier ist ein Foto von dir, Stiesel. Was? Na, warte. Okay, vielleicht eher. Los. Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Oh, der feine Herr, Junior von Stiesel. Der feine Pinkel wieder. Ja, okay. Das hat jetzt... Was? Antenne. Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Richtig. Okay, können wir irgendwie... Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Oh. Ja, alles klar. Natürlich. Und wenn man Blut dran schmiert, dann kommen Horrorfilme. Wenn man einen Böller dran hält, kommen Actionfilme. Und andere Dinge, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte. So, kann man hier vielleicht irgendwie... Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach, da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Freunde. Mehr sage ich nicht. Komm, pass mal auf jetzt. Sportspiele, pass mal auf. gut. Ja, irgendwann müssen wir da ja lang. Okay, komm, dann gehen wir mal da rein. Okay. Ich bin leicht überfragt. Gehen wir wieder hier rein? Aber wenn wir jetzt rausgehen, ja, dann, ihr wisst schon, ne? Also, können wir hier rein? Los! Ach, der ist ja noch da drin, genau. Dann machen wir es wieder zu. Aber wenn wir jetzt wieder rausgehen... wenn wir zu ihm reingehen, passiert da irgendwas? Da ist dieser Stiesel drin. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Können wir irgendwie die Tür verhaken? Geht das? Mit... Hallo? Geht das nicht? Mit Säule? Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben.